für mich mein Lieblingsprodukt ist ja das Schnittlauchbrot, ja. Weil es schmeckt, also wenn das Bruschetta immer ist, die Tomate und dann das Ciabatta und ein bisschen Oliven und Knoblauch dazu und alle flippen immer aus. Völlig okay, weil das hat diesen mediterranen Flair, das hat diese Aura, da sagst du, ein großartiger Moment. Und genauso großartig ist das Schnittlauchbrot, weil du hast alles, was uns ausmacht, großartige Brotkunst, dann Butter. Wo auf der Welt, außer Frankreich, wird Butter so verwendet wie bei uns? Und beim Schnittlauchbrot muss es richtig fett muss drauf. Butter drauf, ja. Muss richtig Butter. Das, wenn es wenig ist, dann schmeckt es noch nichts. Ja, ja. Das flutscht auch nicht irgendwie. Ja. Ja. Und auch Schnittlauch, das ist nicht so ein süßliches mediterranes Gras wie Basilikum oder ein Estragon oder irgendetwas, sondern das hat was Herberes, das ist nordischer, das ist. Weißt du, was ich auch wichtig finde beim Schnittlauch, wenn du sagst, du schneidest ihn wirklich eine Sekunde, bevor du ihn aufs Schnittlauchbrot streust. Ja, das nicht vorstellen. Nur dann ist der Schnittlauch perfekt und das ist das, glaube ich, was das Buch auch widerspiegelt. Diese im Handwerklichen, in der Auswahl von dem Produkt und das kurz vorher und so. Also das ist das, was für mich so das ausmacht. Jedes Produkt wird in den Mittelpunkt gestellt und die möglichst beste Zubereitung gezeigt und fertig. Nichts drumherum.